Und damit hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Skyrim Let's Plays, wo ich wieder komplett vergessen habe, wo wir stehen geblieben waren in der letzten Folge. Und ich ist jetzt, nachdem der Ladebalken weg ist, wo das kleine Kind langsam nach oben schwebt, es vielleicht weiß, alles klar, ich weiß es. Und zwar wollte ich nach Dämmerstein laufen, weil ich. Oh, entfernen. Weil mein. Hä? Achso, Maus an. Weil ich nach Drachenfeste wollte, weil ich nach Flusswald muss. Also, hier ist eine Kutsche, der hingeht. Und ich weiß einmal, dass da vorne irgendwas gerade ist. Wo ich nicht weiß, ob mich das interessiert, ob ich das unbedingt wissen will. Und hier oben ist etwas, wo ich kurz gucken wollte, ob hier oben was Besonderes für mich ist. Oder ob ich da keinen Lied drauf habe. Nö, sieht nach nichts Besonderem aus. Okay. Dann verfolgen wir mal das blaue Ding von der letzten Folge, weil ich weiß jetzt wieder, wo ich war. Das ist zwar gerade weggeflogen, aber vielleicht sehe ich es nochmal wieder. So, wo ist der Weg? Das da ist der Weg. Dann sprinten wir auch hinterher. Wutschung! Okay, das sieht cool aus, wie er das Schwert zieht und reinsteckt. Zieht und reinsteckt. So, ich glaube, die Geistgestalt ist hier nach links abgebogen. Da ist ein Hase. Ich sprinte mal wieder kurz. Ist sie hier unten? Ich sehe sie nicht mehr. Im schlimmsten Fall schreie ich gerade gleich laut auf, weil ich sie irgendwo entdecke. Windsteilige Ruine. Windseeseite Ruine entdeckt. Okay, das ist die hier. Und es greift mich ein Skefer an, was auch immer ein Skefer ist. Und es waren direkt zwei. Oh, während mich der Kopf juckt. Will ich nicht mitnehmen, will ich auch nicht mitnehmen. Gucken wir nochmal kurz hier. Ne, die blaue Gestalt finde ich wohl nicht wieder. Aber ich ist vielleicht auch nicht so schlecht, dass ich sie nicht wiederfinde. Und ich habe natürlich vergessen, etwas auszumachen. Das heißt, ihr hört jetzt die WhatsApp-Nachrichten im Hintergrund. Da müsst ihr jetzt mit leben. So, ich laufe jetzt nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung. Ich hoffe, derjenige spammt mich nicht zu hart voll, ansonsten. Ich sehe auf dem Handy schon, wer es ist. Wird es halt jetzt ein bisschen blöd. Dämmerstadt entdeckt. Dämmerstern. What? Egal, ich bin auf jeden Fall schon da. Und ich suche eigentlich nur den Kutscher. Wie lange spät ist es jetzt? Es ist früh um 6. Er könnte schon Dienst haben, wenn der überhaupt Arbeitszeiten hat. Ihr seid wirklich zu einer seltsamen Zeit nach Dämmerstern gekommen. Alle in der Stadt scheinen Albträume zu haben. Okay. So, ich habe keine Ahnung, wo der Kutscher sich befindet. Um der Götter willen, Skalde. Wen glauben wir hier mit unseren alten Kriegswunden einschüchtern zu können? Wir sind keine Soldaten mehr. Euer Horik trägt seine alte Armeerüstung. Was soll ich denn davon halten? Er ist stolz auf seine Dienstzeit, Skalde. Die Armee hat uns Treue gelehrt. Und wir sind Dämmerstern treu ergeben. Das ist noch nicht vorbei. Wenn ich euch erwische, ihr auch nur einen Brief an General Tullius schickt, lasse ich euch beide hinrichten. Okay, ich mische mich da mal nicht weiter ein. So, ich suche den Kutscher. Wenn ihn jemand sieht, schreit auf. Kapitän, Wegfinder und das ist. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Ja, ich bin krank. Je. Jeder denkt, ich wäre zu jung, um Schiffskapitän zu sein. Aber ich werde Ihnen zeigen, dass Sie sich irren. Ist klar. Also gut.
Ich nehme nicht gerne Befehle von einem Jungen entgegen, aber ich brauche das Gold. Okay, ich sehe keinen Kutscher. So hart wie das klingt. Okay, wir können auch schwimmen. Das sah aber auch nicht aus wie jemand, der mich fahren würde. Tja, ich habe noch nicht ganz begriffen, wie das mit den Reiserouten in diesem Spiel ist. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe halt auch mich null belesen. Also, ich spiele einfach so, wie es mir passt. Ich kümmere mich null um das, was richtig oder falsch ist oder sonst was. Sondern ich spiele einfach und schaue, ob das Spiel mir was verrät. Und das war's. Und wenn ich hier keinen Kutscher sehe, dann werde ich wohl keine Wahl haben, als den kompletten Weg zu latschen. Würde ich mal sagen. Ja. Bevor ich jetzt hier stundenlang dumm suche, gucken wir mal von oben in die Stadt rein. Und hier vielleicht. Nö. Okay. Dann laufen wir weiter. Das Leid es mir tut, aber ohne Reiserouten wird es halt nichts. Und wir müssen jetzt von dort oben nach da unten laufen, weil hier ist die nächste Reiserouute, die ich kenne, Stelle vom Weißlauf. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo anders mal eine Stelle sind. Ich vermute nicht. Und ja, demzufolge laufen wir jetzt den ganzen Weg dahin. Und gerade eben war hier noch irgendwo eine Abzweigung. Kann sein, dass ich schon vorbei bin. Oder die kommt gleich noch. Ich weiß es nicht. Und richtet auch darauf ein, dass wir jetzt die komplette Folge laufen. Weil ich straight die Storyline durchspielen will. Hier ist mal hergekommen. So, ich hoffe, der Weg ist richtig. Er sieht richtig aus. Markierung entfernen. Aber das ist auch das Einzige. Er sieht halt nur richtig aus. Und wir speichern mal. Einhändig verbessert auf 37. So, hinten war noch einer. Ein Wolf, der Gold dabei hat. Auch was Seltenes. Wie auch immer er Gold dabei hatte, aber das gefressen hat. Oder so. I don't know. Hier sieht aus wie ein Lager und da steht ein Mammut. Und ich vermute mal, dass die aggressiv sind. Greifst du mich auch an? Oh. Der greift mich nicht nur an, nein, der one-hittet mich sogar. Oh, ein Drache. Gut. Also das war nicht so die clevere Idee, da hinzugehen. Deswegen laufen wir hier weiter vorbei. Das Event ist so oder so getriggert. Ich weiß übrigens nicht. Ich habe irgendwann mal bei der GameStar was gesehen von wegen, dass irgendein Spiel direkt ein Dataminer enthält. Ich glaube, das war Skyrim, wo es so war, dass die dass jedes Item, was sie generiert, eine neue ID hat und sobald der 32-Bit-Integer vollläuft, ist kackt das Savegame immer ab. Und es gibt auch keine Lösung vom Hersteller. Ich bin gespannt, ob ich an dieses Problem stoßen werde oder ob es dafür mittlerweile einen Fix gibt.
Das war die Spinne, die mich angespuckt hat. Daher kam dieser Effekt. Nicht verwundern. Und ich muss sagen, dass ich die Spinnen nicht so geil finde. Obwohl, ich meine, die sind halt einfach nur nervig. Sie sehen zwar cool aus, aber das ist auch schon alles. Und ja, ist auch wieder ein Weg, der abseits der Hauptroute geht. So, hier kommen wir irgendwo an. Okay. Speichern wir fix. Weil das sieht nämlich so aus, als müssten wir hier durch. Egal, ob wir wollen. Und das sieht so aus, als wäre das hier so gebaut, dass man hier nicht durchkommt. Festung Dunstadt entdeckt. Wir gehen einfach mal rein. Okay, ich werde direkt angegriffen. Das ist eine Festung von Gesetzeslosen, wenn ich das hier richtig erkenne. So, Nummer 2, jetzt noch den da. Ja, Nummer 3 meine ich, das sind Nummer 4. Okay. Er war etwas unschön getötet worden. Und anscheinend haben wir dann alle. Also ich werde es rausfinden. Das war so jetzt nicht geplant, aber ihr kennt ja meine Philosophie. Wenn sie mich angreifen, dann darf ich auch sie ansteifen. Oh, steigert die Gesundheit um 10. Das ist echt gut. Das ist ein ganzes Level-Up, was mich das Ding stärker macht. Da weiß ich nicht, ob der besser ist. Schaden 8. Was habe ich denn da? Waffe. Langbogen. Das ist Schaden 8. Schaden 11. Okay. Dann der wieder weg. So, einmal speichern. Wie gesagt, ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich Leute töte, die mich angreifen. Auch wenn ich jetzt gerade eine komplette Festung erobert habe. So, was steht hier dran? Man kann es nicht lesen. Solitutu, White Run and Windhelm. Okay, wir laufen auf jeden Fall in diese Richtung. So, wenn hier noch welche leben, ist mir egal. Ich wollte sie ja nicht töten, sondern die haben sich entschieden zu sterben. Soll ich jetzt gucken? Ja, brauche ich nicht gucken. Doch, ich weiß, was ich gucken wollte. Und zwar Objekte. Ich habe ein Amulett gefunden, was mir das da. Die Wartezeit zwischen Schreien verringert sich um 20% oder 10%. 10 mehr Lebenspunkte. Hier nehmen wir auf jeden Fall die Lebenspunkte. So, jetzt hört's auch, hat auch der Schneesturm hier aufgehört. Das ist auch ganz angenehm. Da oben ist wieder eine Höhle. Dort hinten will ich auch nicht reingehen. Straight die Storyline. Kennt meine Philosophie. Und, oh, jetzt muss ich aufpassen. Das sieht nach einem Nebenweg aus, das sieht nach einem Hauptpfad aus. Eine Spinne. So, hier war noch eine. Da hinten. Dort. Noch was? Nee. Ach, da sehe ich wieder so ein Mammut. Ich weiß gar nicht, ob ich das erkunden will. F5 speichern. Das hier ist auch wieder so ein Ding. Okay, ein Geist. Hier sollte ich nicht reingehen. Diese Geister sind zu heftig für mich. Okay, also, das ist...
echt ein bisschen so, überall finste Monster, die meinen, die töten dich mal so nebenbei, obwohl du gar nichts Böses wolltest. Oder hinten noch eine Spinne. Ich wollte gerne sterben. Mal hinsprinten und... Okay, keine Ausdauer für einen schweren Angriff. Und noch eine Spinne. Da war die Ausdauer drinne. Und jetzt bin ich vergiftet worden. Das stand zumindest, glaube ich, gerade da. Ja. Es ist schon wieder weg. Blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer... Das Gesundheit und Ausdauer 5 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügen. Das brauche ich nicht zu mir nehmen. Ich bin vergiftet. Wollte ja schon mal drüber. Weil ich auch hier wieder nicht weiß, woran ich hier sehe, dass ich es bin. Hätte ich nicht oben gerade ganz kurz gesehen, hätte ich es vielleicht noch nicht mal mitbekommen. Der Effekt vom Schwertziehen, der gefällt mir übrigens wirklich sehr gut. Vor allen Dingen aus der Ego-Perspektive. So. Finde ich das echt cool, dass er kurz die Kamera so nach unten geht, weil... Ich halte die dabei gerade. Also ich mache jetzt mal... Beweg die Maus mal nicht und... Das ist die Bewegung, die er macht. Und wenn du halt eben am Laufen bist, ist es natürlich schon cool. So. Wo wollen wir hin? Wir wollen nach... Drachenfeste oder... Flussland. Ja. Das heißt... White Run. White Run ist... Flusswald. Weißfluss wäre White Run. Wo ist denn Weißfluss? Windhelm. Dämmerkammer, Mutter, Einsamkeit. Winterfeste. Eieiei, hier geht's auch nach Riften. Ist hier unten vielleicht Weißfluss? Windhelm? Iverstedt? Hier ist Riften. Helgen? Falkenring? Hier doch noch ein Ort, oder? Wächterstein, Helgen? Ich hab keine Ahnung. Windhelm oder White Run? White Run heißt für mich Weißlauf. Und Winterhold, Drowster. Ich würde sagen, wir müssen dahin. Und laut Karte sieht das auch nach. Ich laufe jetzt einfach hier. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Dadurch, dass die Schilder nicht übersetzt sind, was echt schade ist, ist es doch verwirrend. Also die Schilder, die da gemacht sind, sind echt eher negativ als positiv. Ganz ehrlich. Schade, dass es an solchen Details scheitert in diesem Spiel. Und ich echt sage, oh, eine Spinne. Und vor allem, ich bin halt auch ganz ehrlich, mein Englisch ist super schlecht, wie ihr schon mitbekommen habt. Ich krieg's zwar übersetzt, aber gut ist was anderes. Okay, ich muss hier weg. Okay. Diese Spinne ist entweder zu heftig für mich oder ich bin zu hart vergiftet. Mal schauen. Mal schauen, wie wir die am besten jetzt tot kriegen. Wo sind wir denn gerade? Achso, wir sind hier. Alles klar. Jetzt bin ich zumindest nicht vergiftet worden. Jetzt laufen wir erstmal wieder bis dorthin, wo die Spinne ist. Die andere heftige. Und ich muss gerade sagen, ich habe gerade mit Meduin Minecraft Let's Plays gemacht. Ach du Kack. Ich werde hier. Ein Hochelf. Warum greift mich ein Hochelf an? Was habe ich dir getan? Und ich muss den Schrei fix ändern mal. Magie, Schrei, dass ich wieder den hier habe. Ich verstehe das nicht, warum ich einfach so von den Hochelf angegriffen werde. So komplett grundlos. So, da hinten müsste irgendwo die Spinne sein, wenn sie wieder da ist. Gerade eben war jetzt auch, dass die Welt anders generiert worden. Also...
Man kann anscheinend die Welt sich nicht drauf verlassen. Warum habe ich denn jetzt einen Magiebalken da unten? Okay, er ist jetzt weg. Ist die Spinne noch da? Ich sehe sie aktuell nicht. Drück nochmal F5. Doch, da hinten ist sie. Das war die Spinne, die mich gerade getötet hat. Die unerwartet starke Spinne. Die ist tatsächlich sehr stark. Jetzt mal so festhalten darf. Während ich mal schön hier ihn, den Mob an der Wurzel backe. Um ihn jetzt einen schönen Hieb zu geben. Und ich wurde natürlich nochmal per WhatsApp angeschrieben. Es tut mir leid, dass ich es vergessen habe auszumachen. Mein Handy ist lautlos. Oh. Habe ich sie jetzt getötet oder sie mich? Ich habe sie getötet. Sehr schön. Und das ist der Granatstein. Warum war die so stark? Hat mich doch etwas verwundert, dass die so stark ist. Aber okay. So, wir haben noch 9 Minuten. Das heißt, wir schaffen sogar noch ein Stückchen. Da sind wir die ganze Folge halt gewandert. Da ist nochmal ein Mob, der mich angreifen wird, ne? Jo. Da ist noch ein zweiter dahinter. Nichts getroppt, was ich mitnehmen will. Aber warum die Spinne so stark war, ist mir noch nicht schlüssig. Ich weiß nur, dass ich mich langsam stärker mit meinem Schwert fühle. Aber ob das jetzt unbedingt gut ist, ich weiß es nicht. Dann sind wir die nächsten mit dem. Das eine mit. Nee, ist das ein Pferd? Das sieht zumindest komisch aus. Ihr braucht etwas? Nö. Doch, das gibt es doch nicht. Ich sitze hier fest. Hier. Meine Mutter. Meine arme Mutter. Regungslos. Ruhend. Doch zu unbeweglich. Alles klar. Dir kann ich nicht helfen. Lauf mal weiter. So. Ist das schon auch gleich wieder der HP-Balken, sobald er voll ist? Ich wiederhole es gerne in jeder Folge. Das ist das, was mir nicht gefällt. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlauf ausgesucht. Okay, das wird heftig. Das sind echt viele. So, das sind noch zwei. Und denen da muss ich helfen. Passt da mal auf, dass ich meine eigenen Leute nicht kaputt mache. Das Ding macht mehr Schaden, ganz ehrlich. Wenn es jetzt eine Einhandwaffe ist, dann ziehe ich die an. Ich renne jetzt eh schon mit dem Schwert rum. Ich glaube aber, dass es eine Zweihandwaffe ist. Waffen. Boost! Ups. Ja, das ist eine Zweihandwaffe. Dann wieder die an und die weg. Oder die? Nee, hä? Ach nein. Die kann weg und ich nehme wieder das hier. Genau. Und das müsste ich, glaube ich, mal wieder aufladen. Ne, die hat noch Ladung. Sonst gucken wir mal kurz hier rein. Interessiert mich das, was ihr hier gemacht habt? Okay. Einfach mal ein paar Banditengüten weggeschnatzelt. Das ist anscheinend normal auf dieser Welt. Ich werde da jetzt ein bisschen verwundert, wenn hier einfach mal so drei Banditen sind und man sie töten muss. Aber den hat das so überhaupt nicht gejuckt. Oder oben waren wir auch schon. Von hier unten sieht das gar nicht so geil aus, muss ich sagen. Und da oben waren wir auch schon. Da weiß ich aber nicht, wo genau. Das liegt in den Wolken anscheinend. Das könnte dort sein. Das könnte aber auch das da sein.
Ganz oben war es auf jeden Fall nicht. Es könnte auch das sein. Oder sogar diese Anhöhe. I don't know. Hallo, werter Reisender. Hallo. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Ihren Diensten. Ich meine, mein Blick ist immer noch, obwohl ich jetzt gerade ausgucke, da oben hingerichtet. Nicht da, wo jetzt Maus ist, sondern da oben hin. Weil ich versuche rauszufinden, wo ich war. War ich dort? Das könnte es sein. Das ist zu weit unten. Das ist auch ein bisschen zu weit. Ich vermute, es war dort. Tatsächlich hinter den Wolken. Oder dort. Hof der... Achso, ja. Wir können mal speichern, bevor wieder irgendeine Kacke passiert. Hm. Na gut, ich erkenne es nicht, wo das da oben ist. Es könnte halt jetzt wirklich über, es könnte auch das da sein. Huh. Oder das dort. Das ist am wahrscheinlichsten, dass es das ist. Okay. Macht auch keinen Sinn, da lange rüber zu debattieren. Aber ich vermute, es ist das. Wir werden in dieser Folge es nicht schaffen, rechtzeitig anzukommen. Entschuldige mich dafür schon mal vorzeitig. Es ist eindeutig das. Eindeutig. Da oben war ich auch schon. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Nehmt. Hier, nehmt das, lass mich einfach in Ruhe. Ja, würde ich sterben, geht sofort einschüchtern. Ich sehe. Dafür habe ich keine Zeit. Geht nicht fort. Bis zum nächsten Mal. Ich halte mich da raus. Das ist sogar eine recht starke Diebin. Also, sie hält recht viel aus. Aber. Okay. In dieser Welt muss man andauernd damit gewappnet sein, dass man umgeprezelt wird. Maik wünscht euch alles Gute. Ja, das ist klar. Ich habe nicht mal auf den Mob, also auf die Diebin geguckt. Ich habe einfach mir den Berg angeguckt und festgestellt, hier ist ein Schmetterling. Komm her. Ich werde den Schmetterling nicht kriegen. Festgestellt, wo ich war. Und zwar dort. Was man jetzt gerade noch so sieht. Und jetzt laufe ich halt weiter in Richtung, wo das jetzt auch dann nicht mehr zu erkennen ist. Ist aber auch nicht so wichtig. Und langsam verstehe ich auch, warum so viele Leute Skyrim nicht schaffen durchzuspielen, sondern irgendwas anderes machen, weil man einfach wirklich lange, lange Laufwege hat. Ich selber noch nicht weiß, warum die so lang sind, ob ich irgendwas mit den Kutschen nicht verstanden habe, dass die vielleicht nur tagsüber da sind. Auch nicht überall Kutschen sind, das weiß ich schon, weil hier zum Beispiel in der Stadt, wo ich jetzt hin muss, ist gar keine Kutsche. Selbst wenn ich in die andere, selbst wenn ich jetzt nach, in die Stelle hier gekommen wäre, also nach Drachenfeste von hier oben aus, von da oder von da, wäre ich deswegen trotzdem nicht super viel schneller gewesen. Vielleicht so 20 Minuten. Also, ja. Hm. So, unser Ziel ist jetzt hier, kurz mal die Quest durchlesen, J für Journal. Das ist die Hauptquest, genau. Weiterverfolgen. Trifft dich mit dem Dieb des Horns. Nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, das Wort der Macht in den Schrein zu erlernen, hatte Kramer mich nicht. Es soll das Horn von Jürgen Windrufer aus dessen Grab in beschaffen. Leider fand es sich an dort der Stelle des Horns nur eine Nachricht, die vor, die besagt, ich soll den Dieb im schlafenden Riesen in Flusswald treffen. Im schlafenden Riesen also. Und da wurde gesagt, ich soll mir dann Zimmer mieten. Ich speichere schon mal jetzt. Und ich werde, wie gesagt, dieser Folge nicht mehr reinkommen. Ich werde die Folge vorher wenden müssen. So, das ist der schlafende Riese. Ich mache jetzt schon mal die Abmoderation, damit das in die nächste Folge reingeht. Also Cliffhanger, wenn ihr wissen wollt, was jetzt gleich in dem Gasthaus passiert, dann müsst ihr warten. Bis morgen. Also, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich. Guckt euch spielende Kinder an.
während ich die Abmoderation mache. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer Tschö mit.